Ja, hallo Leute, hier wieder euer Toso mit Let's Play El Noir und wir sind hier ja bei dem Mordfall der Mord der Sekretärin und wir sind hier im Liquid Store und der hat uns das letzte Mal erklärt, dass er der jungen, fast noch jungen Dame erzählt hat oder die Arme gegriffen hat, ja. Ja, Liquid Stores sind ja recht cool. Ja? Nun gut, schauen wir uns an, wie er ihr geholfen hat. Hm? Ja, das letzte Mal haben wir einen Schnösel in der Bar getroffen. But I probably shouldn't have let her. An alcoholic in a liquor store, that was never going to work out, was it? We'll take a look around. Ja, das machen wir. Wir taking a look around. Er hat sie da pennen lassen. Ja, cool. Ja, wenn das in jedem Filmstar so geht am Anfang, dann Halleluja. Schauen wir uns mal um, ne? Schwester oder Mutter? Irgendwas von beiden, ne? Klar. So, reihum. Aristoteles mit da, ja? Evelyn was reading Aristotle? Evelyn wasn't stupid. The stupid thing about her was a need to drink. And she was borrowing books from Grosvenor McCaffrey. Ha! Grosvenor McCaffrey, den kennen wir ja. Das war ja der Schnösel, ja? Okay. She wasn't always such a loner. Sieht aus wie eine glückliche Familie, ja? Anscheinend haben wir da schon alles, kann ich ja nicht glauben. Da gibt's nichts mehr. I'm guessing Evelyn hadn't held down a job for quite some time before she was killed. Ja, arme Evelyn. When exactly did Evelyn work in the pictures? A few years ago. She worked in legal copyrights for music. Copyrights, Music, ja? Kennen wir alle auf YouTube, ne? Copyright-Geschichten, ja? Und dann Kegel, ja, irgendwas war da, ja? Mit der Kegelbahn, ja? Rawlings Bowling Alley. Maybe Evelyn did something other than drink in her spare time. Ja? Vielleicht hat es ja auch noch ein Hobby außer Trinken, finde ich ja cool. So. War's das jetzt hier? Ich schätze schon mal, ja? Wir haben da alles. So, Rusty. Need help? Komm. I'm stumped. Ideas? Speak to the guy in the apron. He might have something. Wo ist denn der jetzt wieder hin? Wir gehen noch mal rein in den Store und dann fragen wir ihn noch einmal. Aha, gleich zum, gleich in die Vollen. Gut, so. Kontakt mit dem Opfer. We're trying to account for Evelyn's movements yesterday. She came by in the morning. A social visit to pick up some of her things. She had a couple of bucks and bought a quart of rye. Ja, ich glaube, da hat er nichts zum, ja. Any idea where the money came from? Verbergen. She didn't mention it. But she did say the booze was a present for a boy. She said they had been fighting and she had to make it up to him.
Beziehung zum Opfer, ja, noch einmal. Were you and Evelyn close, Mr. Robbins? How many people will be sad she's gone? I'll be one of the few. Der schluckt zwar, aber er schaut wirklich traurig aus. We got the impression that Evelyn had been sleeping rough of late. It became difficult for me to have her stay here. Her mother was trying to get her back on the straight and narrow. She's old now. To be honest, you have to have a good reason to want to get back on. Also die Mutter war das. Na gut, ja, in dem Brief. Und nun die Gretchenfrage, Verbindung zu McCaffrey, ja? You know a friend of Evelyn's by the name of McCaffrey? Not personally. Ja, ich will da mehr wissen. Du schaust da schon wieder auf den Boden. Ja, das ist ein typisches Zeichen. Wir zweifeln da mal an, ja. We're struggling for leads, Robbins. Did she know McCaffrey? She idolized him. From what I gather, the feeling was far from mutual. He seems to peddle a revolutionary stance, fixing the ills of society. You could see how it would appeal to down-and-outs like Evelyn. Thanks for your help, Mr. Robbins. No problem. Hey, I'd like to make arrangements for the funeral. You think I could get in touch with Evelyn's mother? Put in a call to the watch commander at Central Station, Mr. Robbins. He'll be trying to reach the next of kin. Thanks. Get the guy, huh? Evelyn never hurt anybody. Ja, irgendwie kommst du echt sympathisch rüber. Das gefällt mir gut. Echt gut, ja. Ja, gehen wir vorne raus. Ja, klar. So, mittlerweile ist es Nacht geworden, Leute, oder? Ja. Was wir als nächstes tun, nämlich wir holen uns den Schnösel da mal. Von wegen Nacht, ja. Es ist nur da drinnen so finster. Wir schauen einmal gleich auf die Karte und dann zurück zu... Nicht zur Bowlingbahn, sondern ja, zur Mensch Bar. Ja, das setzen wir als Ziel. Und lassen unseren Rusty gleich wieder mal fahren. Komm. You're behind the wheel. Eleven King. A message from Captain Donnelly. Return to Central. Go to. Eleven King, en route. Let's not keep the man waiting, Phelps. Ja, was jetzt? Jetzt müssen wir zum Zentralrevier. Ja, super. Das wollte ich auch gar nicht. Egal. Nicht, dass uns dieser Mac irgendwas da durch die Lappen geht. Der hat ja ein signiertes Buch, ja. An Evelyn übergeben. Nun gut, gehen wir mal da. The captain is downstairs with Ray Pinker and Carruthers. Ah ja, jetzt müssen wir nur noch schnell noch wissen, wo wir da runterkommen. Wo waren das? Das sind die Verhörräume. Zellen. Da ist auch Verhörraum. Na Leute, ja. Ja, das ist alles Schmarrn. That price is outrageous. Nun gut. Glaub's ja nicht. Leute, ich suche mal da einen Abgang. Bis gleich. Ja, und wir stehen ja genau davor, ist ja klar, gell? Da runter. Danke, ja, wir gehen aber nicht in die Politik.
ist denn das Zeug jetzt? Stuff, scheiß drauf. Stuff, nix. Ha, verflixt, ja, wir waren ja schon lang nicht mehr da. Armory ist da vorne. Wir folgen einfach unseren Rusty. Genau da sind wir richtig. What's this about, Captain? Ray and Mal have some concerns over the Henry and Muller cases, which I don't want aired outside of this room. The evidence is solid, Captain. I agree, Rusty. It's just that corpses keep piling up. Copycats. I've been banging the same drum. But the notes and the lipstick messages. Evelyn Summers, Cartel Classic Carmine. Each woman, same brand, same color. Teresa Terrelson didn't have a lipstick message. Technically, you're right, Rusty. She didn't have any lipstick. But she did have a message. We found it beneath her dress, scraped with a sharp stick. What did it say? You sure you want to know? Ray? As far as we can be sure, it said, cunt BD. That's one way of looking at it. Looking at what? Cunt is all about access, Phelps. You're married, yours is mortgaged. Some of us like to pay by installments. This guy doesn't like to pay at all. Why are you so angry, Mal? Because I just had to fire one of my assistants. He was a friend of Jameson's. God knows what he might have been up to. Captain, we have good leads in the Summers case, but it's up to you to decide how we proceed. Keep this under your hat for now. And follow up on Evelyn Summers. I want daily reports. Okay, Leute. Erzähl mir was, komm. Any ideas? Let's go muscle McCaffrey. You got the address? Nee, wir fahren aber zuerst Blödsinn. Ja, nämlich haben wir schon gesetzt. Hier, noch einmal her. Das kann ja nicht sein. Okay, das machen wir das nächste Mal, Leute. Wir haben da jetzt einiges gehört. Da. Er musste da seinen Assistenten feuern, weil der eine Beziehung zu Jameson hatte. Irgendwelche Natur, was auch immer. Es wird immer stranger, Leute. Okay, wünsche euch noch einen schönen Abend und Rusty und ich unterhalten uns noch ein wenig und wir sehen uns dann wieder in der Bar, wenn wir McCaffrey endlich einmal auf die Finger klopfen. Der wird sicher noch dort sein Buch lesen. Okay, Leute, bis dann, euer Toso. Ciao.